belong to you. Ja, moin, da ist Kölser. Ich bin jetzt von Großrösen weg, habt ihr sicherlich dann im letzten Video gesehen. Und jetzt bin ich auf dem Weg nach Kölser zu der V150. Die möchte ich mir halt mal bei Storm angucken, ne? Sie dreht sich Gott sei Dank. Aber ja, ich möchte einfach nur zur 150er mir die angucken und dann war es das wieder von diesem Video. Weil den Windpark kennt ihr ja schon, ich kenne auch und... Nur mal kurz, ne? Nur mal so kurz. So, da ist die fette 150er, wo ich hin möchte, in Kölser. Und da ist der Rest vom Windpark. Ja. Die Sonne kommt sogar ein bisschen raus. Herrlich. Wunderschön. Ach, ich bin natürlich für den alten Weg hier reingefahren, wo ich letztes Mal auch hier lang gefahren bin. Gut, es geht zum Fahren, aber ich wollte eigentlich gleich den Pflasterten, aber ich wusste es jetzt nicht mehr so genau. Ich fahre jetzt theoretisch jetzt direkt auf die Vestas 412 zu. Und von da bin ich ja mit der Drohne schon mal geflogen. So, jetzt habe ich die Straße erreicht, Gott sei Dank. Und komme jetzt direkt zur 150er. Ich fahre jetzt hier an einer Vestas vorbei, eine V112. Dann komme ich an eine Eno vorbei, eine 126er. Obwohl ich mal, der Rotordurchmesser hat quasi... Die Ausmaße von der Anacon E126, die so mega fett ist. Und hier ist das schon normal mit 126 Metern. Wahnsinn. Jetzt ist halt viel imposanter, ja, die V150. Und es wird immer größer. Wo führt das noch hin? Ja, hier ist ein Eno. Eno. Und da kommen wir zur 150er, 4,2 Megawatt, ist keine Inventus, dann hätte sie ein anderes Maschinenhaus und wäre ein bisschen länger noch gezogen und eckiger, ja, aber schon ein cooles Teil, gerade mit der Namenhöhe ist schon sehr interessant, muss ich sagen. Und da ich jetzt erst in Windpark, wo war ich denn da, Kopanz war, Buchau, genau, da waren sie ja auf 166 Meter und das jeweils dreimal. Und hier sind es halt nur 125. Finde ich schon sehr geil. So, ich halte jetzt einfach mal hier an. Und dann zeige ich es euch nochmal schön von unten runter, wie sie sich dreht. Herrlich. Ich fahre mal bis zur Treppe gleich. So. So, da ist die gute Vestas V150. Auf 125 Meter Armhöhe. Bäm. Ja, jetzt ist alles schon schön zugewachsen. Letztes Mal, wo ich hier war, war ja alles nur gesät schon. Da stand es ja kaum mal. Und jetzt, ja, hatte ich mir erst mal ein altes Video angeguckt, was ich da gequatscht habe. Ja, und heute ist mal richtig gut Wind hier. Mega. Aber geht eigentlich mit den Flügeln, wie die sich biegen. Ich hätte gedacht, das ist stärker. Nee, so tolle biegen sie noch nicht, finde ich. Da biegen die sich von der 112er und der 138er, die Anacon, mehr. Wenn man jetzt so schaut, ne? Und es ist wirklich sehr, sehr, sehr windig. Meine Sniffelstücke hier oben drauf, die helfen gut bei den Lautsprecher- oder Mikrofonausgang. Geil. Ja, selbst bei 125 Metern sieht man, wie die Turmkrümmung nach hinten geht durch die Last. Sieht man das ja, ne? Ich hoffe, man sieht's. Ja, da hinten siehst du eine Eno 126. Da auch. Also ich hätte es mir jetzt spektakulärer vorgestellt hier bei der 150er. Dass die Flügel sich halt noch mehr biegen. Aber ich denke mal, mit da oben siehst du, wie sie sich nach hinten biegen. Da sieht man es besser. Kann man jetzt nicht vergleichen mit der 112er und so, ne?
täuscht vielleicht auch ein bisschen, weil das halt so lange Schlappen sind. Also sie biegen sich schon, ne? Aber nicht so extrem. Wenn du jetzt zum Beispiel guckst bei einer Siemens, wie sie sich da biegen, wie so Krakenarme dann. Aber ist geil. Hier ist, ich bin jetzt ein bisschen geschützt, deswegen geht das mit dem Wind, weil hier das bisschen Wald hier mich ein bisschen schützt. Der Wind kommt ja von Teil von da. Ja. Deswegen ist das jetzt nicht so spektakulär jetzt, dass man mich nicht versteht durch die ganzen Windgeräusche. Aber wie gesagt, ich habe auch noch was auf meinem Mikrofon drauf, das ein bisschen alles dämmt, dass es nicht so extrem wird. Ah, schon geil. Ich liebe das. Mega. So, ich habe mich mal hier an den Turm positioniert. Gucke mal, ob der schwankt. Ein bisschen so. Ah, jetzt hört man den Wind ein bisschen pfeifen hier am Turm, ne? Oder an der Treppe. Oh ja, yes, baby. Tanz zusammen mal mit mir. Los, du Gummiturm. So Wahnsinn, ey. So unglaublich, wenn man da sieht, was das eigentlich für fettes Material ist. Und dann schwankt das so im Wind, ne? Aber muss es ja auch, sonst reißt es. Das wäre katastrophal. Es muss sich ja bewegen können. Muss ja die Last abkönnen. Da staune ich, wie gesagt, immer wieder, was das alles abkann. Den Megawind, ey. Diese Kräfte. Laola, laola. Yeah, yeah. Cool. Das sieht man so mit bloßem Auge gar nicht so. Erst mit Kamera wird sichtbar. Ich gehe mal nochmal nach vorne. Du siehst den Turm jetzt nicht so, weil es nach hinten gedrückt wird durch den Wind. Ich gehe mal ein Stück zurück. Ich kann jetzt mal die Hand nicht so ruhig halten. Stativ habe ich zwar mit, aber ich habe keine Lust, das aufzubauen. Ah, da siehst du auch, wie es arbeitet. Herrlich. Da ist schon Kraft hinter, ey. Junge, 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 Junge. Und drin im Turm klappert's. Fantastisch. Ach, nee. Könnt ihr den ganzen Tag verbringen und zugucken. Den ganzen Tag. Aber könnt ihr euch ja vorstellen, wenn ich hier mit der Drohne hochgehen würde, du. Ha! Die würde abgehen. Das kann man ganz schnell unterschätzen. Ich könnte mich ja mal unter den Enos stellen. Und dann mal gucken, wie es mit den Turmschwankungen ist. War? So, jetzt bis gleich. Bin ich auf dem Weg zu Eno. Und dann gucken wir uns da mal da die Geschichte an, ob die auch so schwankt. Oh ja, hier merkt man den Wind schon mehr. Ich hoffe, man hört mich da noch. Aber diese Schnüffelstücke hier oben drauf, dieses Fell, ist eigentlich ganz gut. Sieht auch witzig aus. Da ist die Eno. Dann stellen wir uns mal runter. Ziemlich laut. Hola, hola. Geil.
Hallo. Schätzelein. Ah, ist die geil. Hammer. Hammer. Dann zeige ich dir mit meinem Windpark mal ein bisschen. So, hier muss ich noch mal zeigen kurz. Geil. Die Langschlappen, ey. Ah, jetzt sieht man doch ganz gut, wie sie sich biegen, wie stark. Ich habe da mal ein paar Bilder gemacht, das sieht schon heftig aus. Könnt ihr dann bei Insta mal hier drin kicken, wenn ich so hochgeladen habe. Ja, hier sieht man dann die alten Kisten. V82 oder NEC Mikon oder NM82. Mal sehen, was die Geschichte sind. Habt ihr auch Schwanken? Stimmt, wa? Soll ich mich da mal runterstellen? Könnte man ja mal machen. Ich fahre noch mal ran hier. Eigentlich wollte ich noch den nächsten Windpark, aber ist mir schon zu spät. Also nee, mache ich nächstes Mal mit dem Motorrad. Oder so. Je nachdem. Dann hätte ich die alte Nachtschicht nie gehabt, hätte ich zeitig losfahren können heute. Aber gut. Ja, wie ich halt gelesen so habe, sind die ja von 2006 erst, also noch gar nicht so alt. 108 Meter Namenhöhe habe ich gelesen. Ja, 1500 kW Leistung. Naja, ich gehe mal hin. 7 Stück sind es wohl. Ich habe eben gezählt, das stimmt auch. Eine steht still. Registriert sind sie nicht. Bei der 108 Meter sind sie. Ich stelle mich mal runter. Ziemlich laut. Also könnten die noch ein paar Jährchen hier stehen bleiben, ne? Wenn die von 2006 sind. Ich hoffe, da reißt nichts ab. Die Anlagen sind ja bekannt, dass man gerne der Antriebsstang reißt oder bricht. Und dann fliegt der ganze Rotor runter. Ja. Naja. Guck mal, ob sie schaukelt, das Baby. Ein Stück zurück. Schön. Ach, guck mal oben, die blinkt schon da. Die Tagesbefeuerung ist an. Hat schon was. Die blinkt auch. Mal ganz kurz Großrößen aus der Entfernung. Da sieht man mal, wie klein die D-Wind D6 wirkt, neben der E115 und dann kommt die Brecher, die 138er und dann halt die kleinen D-Wind. Die sieht man kaum noch, ne? Obwohl die ja auch gleich da stehen mit. Wahnsinn. Was die Namenhöhe, Rotor, durch mal alles so ausmachen. Heftig.